Professor Dr. Benjamin Orgel über jüdische Widerständigkeit. Er hat jahrelang das Forschungsinstitut zur NS-Pädagogik geleitet. Ja, vielen Dank. Warum ich hier als Redner ausgewählt wurde, hat mich natürlich verwundert. Es waren ehemalige Studierende, die Vorlesungen gehört haben. Wir haben ein Ziel, was wir nicht erreichen, das vorweg, dass in den Erziehungswissenschaften alle zukünftigen Lehrerinnen, Lehrer, Pädagoginnen, Pädagogen sich obligatorisch mit der NS-Zeit beschäftigen, mit den Verbrechen der Ideologie und der NS-Pädagogik, so wie das auch eigentlich im Juristen- und medizinischen Studium der Fall sein sollte. Und es ist unerhört, dass das an der Goethe-Universität nicht möglich ist, an dieser Universität, die eben mit Adorno und Horkheimer eigentlich resümiert. Also ich bin vielleicht nicht der richtige Redner, ich bin ja weder weiblich, noch bin ich Mitglied der jüdischen Gemeinde, noch bin ich von der Farbe her blond und blauäugig, wie ich bin, Opfer von rassistischen Angriffen, sondern es geht auch um politische Inhalte, die dazu führen, dass man mit Drohbriefen und Ähnlichem angegriffen wird. Es ist schwierig, 15 Minuten soll ich reden über Widerstand von Jüdinnen und Juden. Sie müssen also verzeihen, dass es hier kein großer akademischer Vortrag wird, sondern ich einige Punkte herausgreife. Der Widerstand ist ja vielfältig, von Kampf gegen Demoralisierung, gegenseitiger Hilfe bei den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, Sabotage, langsames Arbeiten, dann natürlich die Flucht und die Fluchtermöglichung, aber auch der aktive Widerstand gegen SS-Mörder bis hin zu den Aufständen, die eine große Rolle gespielt haben. Es ist 1961 von Abakovna im Eichmann-Prozess heftig protestiert worden gegen die Behauptung und den Vorwurf, die jüdischen Leute hätten sie nicht gewehrt. Er hat in Wilna, im Ghetto und um das Ghetto herum den Widerstand von Partisaninnen organisiert und damals das Flugblatt, was oft heute nicht ganz korrekt übersetzt wird, geschrieben, nicht wie die Lämmer, wird oft mit Schafen übersetzt, nicht wie die Lämmer zur Schlachtbank. Also diese Tendenz, den jüdischen Leuten noch vorzuwerfen, dass sie sich zu wenig gewehrt hätten, das ist Gegenstand auch der Bitte von der Gruppe, warum ich heute über jüdischen Widerstand reden sollte. Nehmen wir mal den Widerstand in Deutschland, ehe wir auf die Ghettos und Vernichtungslager gehen. David Frankfurter, vielleicht bekannt, vielleicht auch nicht, hat hier versucht, in Frankfurt Medizin zu studieren. In Frankfurt ist dann Ende 33 in die Schweiz emigriert und hat dort ganz bewusst den Leiter der Schweizer NSDAP-Abteilung erschossen. Er konnte sich im Schweizer Gefängnis das Überleben sichern und ist 1945 nach Palästina gegangen. Das war eine erste Form von einem eindeutig jüdischen Widerstand. Sie kennen Herschel Greenspan, auch hier 1935, 36 in Hannover geboren, auf die rabbinische Lehranstalt gegangen, der den Nazi-Rat in Paris hingerichtet hat. Er ist von Frankfurt nach Paris zu seinem Onkel gegangen. Ich werde darauf am Schluss nochmal eingehen. Und es gibt in Deutschland die kommunistisch orientierte Gruppe um Herbert und Marianne Baum, die spät 1942 einen Anschlag auf eine antikommunistische Ausstellung mit dem Titel Das Sowjetparadies durchgeführt haben, was international eine große Beachtung gefunden hat. Durch Verrat sind 20 Mitglieder dieser Gruppe verhaftet und hingerichtet worden. Und es gab eine interessante Diskussion in Berlin auch mit Norbert Wollheim, mit dem ich auch die Frage diskutiert habe, da diese Gruppe mehr auf den Widerstand in Deutschland gesetzt hat als auf die Hilfe zur Flucht. Also hier war die zionistische Organisation in Berlin darauf konzentriert und die Ereignisse scheinen ihr Recht gegeben zu haben, mehr der Flucht zu helfen, als aktiv den Widerstand in Deutschland zu organisieren. Ganz schwierige Debatte, wie viele solcher Debatten sind sie ein Dilemma. Am bekanntesten ist sicherlich der Aufstand im Warschauer Ghetto. Und hier ist eine Frau sehr bekannt, Jutta Tetzelbaum, die als Kurierin zwischen dem Warschauer Ghetto und dem Warschauer Stadtgebiet, dem anderen, hin und her gegangen ist, eine aktive Widerstandsgruppe gebildet hat, auch im Kontext des Aufstands des Warschauer Ghettos, dem bekanntesten, weltweit bekanntesten Aufstand
SS-Gruppen eliminiert, getötet hat, um zu helfen. Und sie war als blonde Wanda bekannt. Ganz Warschau kannte sie und sie wurde fürchterlich von der Gestapo gesucht, denn sie hat sich mit blonden Zöpfen Zutritt zu einem Nazi-Hauptgebäude verschafft, ist locker reingegangen, hat einen Nazi erschossen und ist locker wieder rausgegangen. Das war also eine ganz wichtige Aktion in Warschau und sie wurde später in ganz anderen Zusammenhängen verhaftet, gefoltert und ermordet. Wir wissen einiges über den Aufstand in Treblinka, dank der Berichte von Richard Glaser, ein Vernichtungslager, was faktisch durch einen Aufstand unbrauchbar gemacht wurde, ebenso wie der Aufstand in Sobibor, wo auch Leon Feldhelder zusammen mit einem sowjetischen Offizier den Aufstand organisiert und durchgeführt hat, sodass hier auch einige sich retten und fliehen konnten und das Lager zerstört wurde. Natürlich, wenn wir über Widerstand reden, können wir nicht außer Acht lassen, was in Auschwitz-Birkenau geschah. Und der kurze Zeit auch in Frankfurt lebende Freddy Hirsch, der dann nach Prag emigrierte und von Prag aus verhaftet nach Auschwitz gebracht wurde, eine ganz charismatische Persönlichkeit, erzählen die, die ihn kannten, wie Trude Simonson, an die ich heute erinnern möchte, die mit 100 Jahren heute sicherlich diese Kundgebung auch mit viel Freude und Interesse verfolgt. Freddy Hirsch jedenfalls hat mitorganisiert und vorbereitet einen Aufstand, als das Familienlager Theresienstadt in Auschwitz-Birkenau liquidiert werden sollte. Er ist unter nicht klar geklärten Umständen dann tot aufgefunden worden. Zwei Namen möchte ich noch nennen. Mada Zimmetbaum. Sie galt als der Engel in Auschwitz, war sie bekannt aus Belgien, nach Auschwitz deportiert, hat im Widerstand sofort mitgearbeitet und hat dann auch, um die Außenwelt zu informieren, wie Wirba und andere, die Flucht gewagt, wurde gefangen und 3 Monate lang fürchterlich gefoltert und misshandelt und hat bei ihrer Hinrichtung am Galgen es geschafft, mit einer Rasierklinge sich die Pulsader aufzuschneiden und einen SS-Mann zu schlagen. Vor der versammelten, es war eine öffentliche Hinrichtung, beteiligten jüdischen Häftlinge, die dort zusehen sollten. Darauf wurde sie fürchterlich natürlich massakriert und lebendig ins Krematorium geworfen. Weiter möchte ich erinnern an Rosa Robertor. Das war die letzte öffentliche Hinrichtung kurz vor dem 27. Januar, am 6. Januar zusammen mit 3 anderen Frauen, die lange Monate es geschafft hatte, durch die Kontakte zu jüdischen Zwangsarbeiterinnen, die aus abgeschossenen Maschinen Sprengstoff herausholen sollten, in ganz kleinen Portionen, Stück für Stück, Tag für Tag, diesen Sprengstoff an die Widerstandsgruppe in Auschwitz zu geben, um den Aufstand des Sonderkommandos, der ja auch wichtig ist, Philipp Müller hat darüber ein sehr bewegendes Buch geschrieben, er ist jetzt auch gestorben, er lebt in Mannheim. Das war also eine wichtige Sache, sie wurde erwischt, hat unter Folter nicht ausgesagt und hat noch herausgeschmuggelt, sei tapfer und stark, und wurde dann mit den Frauen, mit 3 anderen Frauen, die auch in dieser Widerstandsgruppe waren, noch 14 Tage, 3 Wochen vor der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee hingerichtet. Sie ist in diesem Jahrhundert, wäre sie geworden, also so alt wie Trude, 100 Jahre, und ich habe nicht gesehen und gelesen, dass jemand an Rosa Robertor erinnert hat. Genauso ist es mit Herschel Klinspan. Der ist auch jetzt 1921 geboren, wäre er 100 Jahre geworden. Und ich möchte ganz kurz zu Herschel Klinspan noch ein paar Dinge sagen, weil seine Tat, ja, erfolgte bei dem Oktober 1938, schon viele jüdische Leute mit polnischem Pass abgeschoben wurden ins Libansland und er bekam die Nachricht, dass für seine Schwester von seiner Mutter, dass fürchterliche Zustände dort sind. Und dann hat er sich entschlossen, dieses Attentat vorzubereiten und hat noch seinen Eltern folgende Postkarte geschrieben. Meine lieben Eltern, ich konnte nichts anderes tun, soll Gott mir verzeihen. Das Herz blutet mir, wenn ich eure Tragödie und der 12.000 anderer Juden hören muss. Ich muss protestieren, dass die ganze Welt meinen Protest erhört. Und das werde ich tun. Entschuldigt mir. Hermann, also Herschel, hat er unterschrieben. Ja, das sind Dinge aus einer ganz anderen Zeit,
Und es stellt sich natürlich die Frage, was kann man lernen? Das ist vielleicht die falsche Fragestellung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass aus der Nazizeit unmittelbar Lernziele produziert werden können, die alle, die sich damit beschäftigen, lernen sollen. Es geht erstmal um ein Wissen über den Widerstand, über den jüdischen Widerstand und den Widerstand überhaupt. Denn die jüdischen Leute haben selbstverständlich in den KZs und Vernichtungslagern mit anderen Nationalitäten, anderen Gruppen zusammengearbeitet. Es geht darum, sich anzunähern an diese Zeit. Und es ist die Aufgabe von jedem Einzelnen, seine eigenständige Person in die Waagschale zu werfen und zu überlegen, was er aus diesen Kenntnissen mitnimmt, welche Schlussfolgerungen er zieht. Und dabei ist die Debatte mit vielen anderen ausgesprochen wichtig. Und man wird merken, dass jeder andere Ideen, andere Schlussfolgerungen, andere Überlegungen zieht, andere Schlussfolgerungen zieht, wenn er diese Dinge eben gemeinsam mit anderen diskutiert. Sicher können wir lernen, den Punkt seit tapfer und stark. Wir wissen, welche Sprache die Nazis nur verstehen, bestimmt nicht die Methode der Argumentation. Für die Nazis und Judenfeinde heute gilt das, was Arno Lustiger, einer der wichtigsten Chronisten des jüdischen Widerstandes, anhand der Spanienkämpfer, der jüdischen Interbrigadisten dargestellt hat. No passeremos, sie kommen nicht durch, wir kommen durch. Und auf Hessisch, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen spannenden Vortrag.